Morgen. Wir sind heute Morgen zum Valley of the Five Lakes gefahren und machen hier unseren ersten Walk des Tages. Es ist jetzt ungefähr, ich glaube, 8:45 schon. Also, ja, früh dran, aber hier sind auf jeden Fall schon einige andere. Also, wenn man richtig allein sein will, dann muss man wahrscheinlich schon um 7 hier sein. Mal gucken, ob wir das auch nochmal hinbekommen. Aber, ja, das Wetter ist ganz gut. Ein paar Wolken am Himmel, aber die Sonne scheint. Es ist noch frisch am Morgen, so um die 10 Grad, aber ist eigentlich ganz angenehm. Achso, dieser Walk ist auch ein recht beliebter Walk. Also auf der Karte sind immer die Spots markiert mit dem Sternchen, die recht beliebt sind, wo man gucken soll, dass man möglichst früh oder abends da ist, damit man die Peak-Crowds vermeidet. Das ist einer von diesen Spots, also wohl ein recht beliebter Walk. Ist 4,5 Kilometer, relativ entspannt. Schauen wir mal. Der erste See. Wir sind wieder im Camper, haben jetzt noch kurz gefrühstückt, oder ich zumindest, ein bisschen Brownie genascht. Und ja, der Walk war richtig geil. Ihr habt ja die Bilder gesehen, also richtig schöne Seen, die verschiedenen Farben und mit der ganzen Kulisse mit den Bergen. War richtig, richtig schön. Ja, wenn man früh hier ist, geht es auch tatsächlich. Am Anfang haben wir nicht so viele Menschen gesehen. Mit der Zeit wurde es schon immer mehr. Aber ja, das war der Walk und jetzt fahren wir mal weiter zum nächsten Spot. Gucken wir mal, was da so angeht. I was quietly protective of my heart to reassure that I couldn't break to pieces and be left alone once more.
If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Wir waren gerade nochmal am Pyramid Lake, Pyramid Mountain. Haben richtig geile Sicht gehabt auf diesen Berg. Und ja, da haben wir ein bisschen gechillt und jetzt sind wir zu unserem Campingplatz gefahren, wo wir jetzt die dritte Nacht in Folge schlafen und wir werden auch morgen noch eine Nacht hier verbringen. Haben noch eine Nacht drangehangen, weil es doch immer recht anstrengend ist, weil wir immer so früh aufstehen, damit wir die Menschenmassen vermeiden, was auch eigentlich ganz gut klappt. Aber ja, jetzt haben wir gesagt, morgen schlafen wir mal aus und machen dann nochmal einen Walk, wenn wir Lust haben. Und den Tag drauf werden wir wahrscheinlich dann wieder früh aufstehen. Genau. Heute wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel passieren. Wir arbeiten noch ein bisschen am Video. Und ich sag schon mal bis morgen. Servus, Mahlzeit. Wir sind jetzt ungefähr 15.30 Uhr. Wir machen jetzt einen schönen Walk. Heute ist ja unser Entspannungstag. Jetzt machen wir noch einen Walk. 1 bis 2 Stunden steht da. Wir haben jetzt einfach mal die 2 Stunden eingeplant. Und danach geht Football, heute spielen die Eagles. Das gucken wir uns nachher schön in der Kneipe an. Das ist übrigens der Old Fort Point Loop. Ungefähr 3,8 Kilometer und 130 Höhenmeter, glaube ich. Da soll man eine ganz schöne Aussicht hier auf das Tal und auf die Stadt Jasper haben. Mal gespannt. Kam gerade ein Ranger auf uns zu und hat uns darüber informiert, dass hier ein Schwarzbär rumläuft. Deswegen patrouilliert er hier so ein bisschen mit seinem Gewehr. Wir sollten einfach nur extra aufmerksam sein. Und ich hatte gefragt, was passieren könnte im schlimmsten Fall, wenn Schmidt jetzt einen Bären sieht und den anbellt. Er meinte, es kommt vor, dass Bären davon attracted werden sozusagen, also dass das interessiert und die dann tatsächlich kommen und im schlimmsten Fall kommt es dann halt zum einer Begegnung. Worst case werden wir aufgefressen. Aber ja, bisher waren unsere Bärenbegegnungen ja immer recht gut verlaufen und eigentlich sind die auch recht scheu und würden eigentlich das Weite suchen. Da hoffen wir mal, dass wir dem nicht begegnen und wenn, dann nur aus sehr weiter Entfernung. Sodass wir ihn sehen können und er uns nicht. Den Old Fort Point lang gewandert. Wir sind jetzt ungefähr 1,5 Stunden unterwegs und am Höhepunkt angekommen. Also und Höhepunkt ist jetzt tatsächlich im wörtlichen Sinne Bar, weil von hier aus hat man einen richtig tollen Blick
auf gefühlt alle Berge, die hier im Jasper National Park irgendwie stehen. Und keine Sau da. Hier war gerade ein Pärchen, mit dem wir uns nicht unterhalten haben. Die sind aber auch nach 10 Minuten irgendwie wieder gegangen. Und jetzt sind wir nochmal 20 Minuten hier alleine. Und es ist traumhaft. Also jetzt traut man sich ja schon fast gar nichts dazu zu sagen eigentlich, weil man ja keinen Massenansturm fabrizieren möchte. Aber Geheimtipp. Zu viele Viewer haben wir auch nicht. Genau. Nicht weiter sagen. Jetzt wird der Trail ein bisschen difficult, weil wir auch off-Trail laufen, einen anderen Weg lang gegangen, weil, also, es sah aus, ob da ein Weg ist. Ich dachte, der führt dann zu dem Hauptweg hin. Führt er vielleicht auch, hoffentlich. Das ist super steil. Aber der ist schon ziemlich steil jetzt gerade. Aber wir wollen uns ja nicht beklagen, bisher war der sehr moderat, der Trail. Ich hoffe einfach nur, dass wir auf dem Home Trail, auf den Haupttrail zurückkommen. Das wäre wichtig, sonst müssen wir wieder zurücklaufen. Genau, Bären-Update, wir haben ihn noch nicht gesehen. Gut so. Ganz schön enger Weg. Müssen es gleich geschafft haben. Ein bisschen mehr Action, wenn man nicht weiß, ob man jetzt auf dem richtigen Weg ist. Vor allem, wenn man weiß, dass hier ein Bärenwiege ist. Ja, der Bär. Du bist der, der immer laut ist, weil er Angst hat. Ja, wo man sich so verhalten soll. Schön laut sein und Bären. Woohoo! Das sind wir doch. Aber geiler Blick hier, warum haben wir das denn nicht genommen? Das war ja dumm. Jetzt sind wir die ganze Zeit durch den Wald gelaufen und haben den geilen Blick nicht gesehen. Sieht ja noch mal viel geiler aus wieder. Ach, Sch. Kommen wir nicht mehr weg. Kommen wir heute nicht mehr runter vom Berg. Vorne ist der Pub, wo wir Football gucken wollen. Aber wir kommen hier nicht weg. Der Berg lässt uns nicht los. Kommst hier nicht weg. Was hat das Wasser für eine kranke Farbe, ey? Es ist zu krank. Da ist unser Camper. Wir haben es gleich geschafft. Jetzt endlich zum Eagle-Spiel. Wir haben schon angefangen und schon auf dem Handy gestreamt für ein 3-0. Schauen wir mal. So, jetzt sind wir wieder bei uns am Campingplatz und ich muss sagen, die Eagles haben gewonnen. Geil, war richtig cool, das Spiel mal so in der Sportsbar zu sehen, hatten wir noch nie gemacht. In Deutschland ist ja immer schwierig, wegen der Uhrzeit auch. Richtig Bock gebracht, muss man sagen, neben uns saßen noch Vikings-Fans. Ist auch ganz lustig, aber alles entspannt. War auf jeden Fall ein schöner Tag, der Walk war richtig geil, der hat uns richtig überrascht, auch was für heftige Aussichten wir da hatten und es hat aber immer nicht aufgehört. Wir dachten, wir gehen jetzt noch den Berg runter und dann wurde es trotzdem immer wieder richtig schön. Also richtig schöner Tag, Eagles haben gewonnen, jetzt können wir richtig gut schlafen und ja, morgen früh soll es auch wieder früh hochgehen. Also gute Nacht, bis morgen.
Guten Morgen. Wir haben es kurz nach 8. Wir verlassen jetzt den Campingplatz vom Jasper National Park und schauen uns unsere letzten Spots an. Es ist saukalt. Also wir hatten jetzt um 8 0,8 Grad. Also weiß nicht, wie tief die Temperaturen danach gefallen sind, aber wir hatten bestimmt um die 0 Grad. Und die Heizung lief auch die ganze Nacht. Bin ja auch ein paar Mal wach geworden. Wir haben jetzt schon mal die Schlafsäcke reingeholt und werden uns da jetzt abends reinmurmeln und die Heizung nicht ganz so hoch drehen, weil wir sind dann noch bei 18 Grad. Habe ich das gerade schon erzählt? Naja, egal. Auf jeden Fall fahren wir jetzt los. Die Sonne scheint, also es wird trotzdem warm. Es soll auch noch 2 Grad wärmer werden als gestern. Und verabschieden uns heute vom Jasper National Park. Hallo, wir sind jetzt hier bei den Athabasca Falls und es ist arschkalt. Es ist jetzt leichte Minusgrade schon angezeigt. Minus 0,4 oder sowas. Ja, wir haben es aber dick eingepackt. Melly hat 10 Schichten an. Sieht aus wie ein Pommelbär, aber es geht. Es ist jetzt auch kein Walk, man packt direkt hier hinten und kann sich dann hier die Falls angucken. Und es ist schon schön, also die Morgenstunden haben ja schon was für sich. Das Licht ist ein bisschen anders. Frische, kalte Luft. Aber es sind trotzdem schon viele Menschen unterwegs. Also es ist ein sehr beliebter Spot hier. Ist jetzt gleich 9, glaube ich. Da ist schon recht viel los. Aber es geht noch. So, Athabasca Falls waren ganz cool. Es waren mega viele Menschen da und da kamen schon ganze Reisebusse an. 1000 Leute. Ja, und es war arschkalt. Also, ich würde sagen, es war okay, wenn ich ganz ehrlich bin. War schon schön. Ja, Werner, weiß ja nicht, ich weiß auch nicht, was bei dem los ist. Also, es sah mega geil aus, wirklich. Okay. 1A Sahne. Gäbe es da keine Menschen, wäre es 1A Sternchen. Plus. Also, richtig, aber. Wasserfall. Ja, also die Kälte und die ganzen Menschen können es natürlich immer versauen so ein bisschen. Aber wir wollen uns ja auch nicht immer beklagen, wir sind ja auch... Ich beklage mich hier nicht. Achso, über die ganzen Menschen. Achso. Wir sind ja auch ein Teil davon. Ne? Ja, wir sind auch ein Teil davon, das stimmt. Aber man konnte da echt richtig rumlaufen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Video so gesehen hat. Also das war ein richtig richtiger Rumweg und immer kleine Ecken. So, aber der für mich schönste Spot ist tatsächlich gleich am Anfang gewesen und das war ganz schlimm. Es war wirklich nur so eine kleine Bucht, wo die Menschen hin konnten und als ich da ankam, waren da nur 4 Menschen mit mir und dann drehe ich mich auf einmal um und dann waren da irgendwie 20 oder 30 in dieses kleine Ding da gequetscht. Habe ich kurz ein bisschen Panik gekriegt. Ja, da hat man den besten Blick halt auf den Wasserfall und da sammelt sich das natürlich. Wir haben es mit Schmini gemacht. Hätte ich gewusst, wie eng das da ist, tatsächlich hätte ich ihn, glaube ich, am Auto gelassen.
Ja, das stimmt, das ja. vielleicht nochmal ganz interessant. Genau. Na, jetzt ungefähr 21:45 und das Thermometer zeigt jetzt trotzdem draußen 16 Grad an in der Sonne. Also vorhin waren wir noch bei um die 0 Grad. Das ändert sich jetzt hier krass, drastisch. Es soll aber auch heute ein richtig schöner Tag werden und es soll noch sehr warm werden. Wir halten euch da up to date. So, jetzt wollte ich aber euch nochmal zeigen, wo wir uns genau befinden aktuell. Ich habe eine schöne Karte. Haben wir vom Visitor Center. Und zwar fahren wir gerade den Icefields Parkway lang. Das ist eine sehr bekannte oder eine sehr berühmte Strecke zwischen Jasper und Banff und soll einer der schönsten Drives sein. Und bisher können wir es bestätigen. Also man hat halt die ganze Zeit Sicht auf die Berge, es wechselt immer und dann jetzt gerade mit den Bäumen, die gerade die Farbe wechseln und so weiter, ist einfach. Und das und der Fluss, der da lang fließt mit diesem türkisblauen Wasser, ist einfach crazy. Genau, hier oben ist Jasper, da waren wir, dann waren wir bei hier gerade bei den Athabasca Falls. Und jetzt sind wir bei den Somwapta Falls und da machen wir einen kleinen Walk. Und genau, danach geht es halt noch weiter, Teil später, aber hier sieht man noch so die Höhenmeter, das ist ganz nett, das Streckenprofil sozusagen. Athabasca war ungefähr bei 1250 Meter, Somwapta sind wir jetzt ein bisschen höher, 1400 Meter würde ich grob schätzen. Und es geht noch bis auf 2000 Meter hoch. Aber das schafft ja hier alles, sind ja moderate Steigungen. Genau. Gleich geht's weiter. Wir sind jetzt bei den Somwapta Falls, wie gesagt, und ja, ist mega schön, die Wasserfälle. Es ist auch nicht so stark besucht wie der Athabasca Fall, also es geht von den Menschenmassen her. Und dieser Wasserfall wurde uns empfohlen von unserem besten Freund Ron, beziehungsweise John. Liebe Grüße an dieser Stelle. Hallo John! Und genau, ist echt super schön. Und es gibt jetzt hier so einen kleinen Trail, der ein bisschen weiter von den Wasserfällen weiterführt am Fluss entlang. Und der ist super schön dadurch, dass ja auch weniger Menschen unterwegs sind. Und man läuft die ganze Zeit am Fluss entlang und es sind immer wieder ein paar mehr Wasserfälle. Genau, super schön. Das Wetter ist geil und macht richtig Spaß. Der Trail geht ungefähr 2,8 Kilometer. Wir laufen jetzt noch kurz zu Ende und dann geht's wieder zurück. Zurück am Camper, 12:45, es sind 31,1 Grad draußen in der Sonne. Crazy, heute Morgen noch Minusgrade gehabt. Was ist das, ne? Wir haben halt richtig klaren Himmel. Dann kühlt es in der Nacht richtig schön aus. Dafür ist es am Tag schön sonnig. Schatz dir was an.
jetzt beim Columbia Icefield angekommen. Man sieht hier super viel los, Parkplätze sind voll und man hat hier einen Blick auf die auf verschiedenste Gletscher. Ich habe jetzt die Namen nicht parat, kann vielleicht einblenden. Aber der View ist ganz nice hier. Aber ich war jetzt gerade im Information Center drin und da war es auch super busy. Es hatte so ein bisschen Flughafen-Terminal-Flair. Ja, es ist sehr touristisch. Wie man sieht, die bieten ja auch verschiedene Touren an. Einmal zu den Glaciers, dass man da oben drauf rumlaufen kann, glaube ich. Und es gibt 6 Kilometer in die Richtung, gibt es auch noch einen Skywalk, wo man auch nur mit einer gebuchten Tour raufgehen kann. Also, ja. Die machen ja natürlich was draus, wenn man drauf steht. Das ist sicher eine schöne Sache. Mir ist das hier ein bisschen zu viel Trubel, aber ja. Genau, wir sind jetzt halt hierher gefahren von den Snowpiercer Falls. Und wollen uns hier erstmal entspannen, weil wir schon mal wieder früh aufgestanden sind und irgendwie gestern der entspannte Tag war auch gar nicht so entspannt, wie wir uns das eigentlich gedacht hatten. Wir haben ja auch wieder 2 Walks gemacht eigentlich und dann abends noch Football geguckt. Ja, sind wir relativ fertig jetzt davon. Heute Morgen wir hoch, wie gesagt. Deswegen gucken wir mal, wie wir es heute weitermachen. Wir dachten, wir haben gesagt, wir entspannen jetzt hier erstmal kurz. Und dann schauen wir später, wo wir noch Lust drauf haben. Sondern also gucken, wo wir dann schlafen. Wir dachten, vielleicht können wir mal eine Nacht for free widerstehen, weil wir jetzt 4 Nächte auf dem Campingplatz waren. Kostet natürlich immer ein bisschen was. Aber mal schauen. Haben wir jetzt hier gerade nochmal eine Karte von dieser Area hier gegeben, vom Columbia Icefield, was man nicht für Walks machen kann. Und dann nochmal den Visitor Guide von Banff mir schon mal geben lassen. Dann kann man da schon mal schauen, was man da eventuell für Walks machen kann. Ich gehe jetzt wieder zum Camper zurück. Wieder die Bremsen. Unglaublich. Wir sind hier gerade weitergefahren, durch die Rockies fahren wir gerade einen Berg runter. Und dann ich wollte jetzt gerade rechts ranfahren, um die hinter mir vorbeizulassen, weil ich recht langsam den Berg runtergefahren bin. Und der hinter mir ist dann aber auch vorbeigezogen und wollte was sagen. Und dann meinte er, unsere Bremsen quallen schon die ganze Zeit, wie wir runterfahren. Er meinte, er hat sich gewundert, dass wir überhaupt hier runtergekommen sind, heile. Weil die irgendwann auch die Bremsfähigkeit verlieren, weil dann die Bremsflüssigkeit sich verdampft und dann nicht mehr funktioniert. Richtig ärgerlich, wir hatten das Problem ja schon mal in Gaspésie und danach wusste ich dann, wie ich ordentlich den Berg runterfahre, sozusagen, um die Bremsen zu schonen. Wir haben ja neue Bremsbeläge auch hinten bekommen. Das haben die schon wieder gequalmt. Ich sehe gerade, dass es auf jeden Fall nicht so schlimm ist wie das letzte Mal. Da kommt jetzt schon kein Qualm mehr raus. Aber er meinte, die könnten jetzt schon so 500 Grad Celsius haben. Er meinte, wenn wir Wasser haben, können wir ein bisschen was draufkippen, um die schon ein bisschen schneller abkühlen zu lassen. Das soll ich jetzt mal ausprobieren. Ja, aber man muss vielleicht dazu sagen, wir sind jetzt erst 15, 20 Minuten gefahren. Ja. Und weit gefahren, es ging halt jetzt ein ganzes Stück bergab. Ich bin immer so bei 40-50 km/h gefahren. Reicht wohl nicht, wir wollen noch langsamer fahren. Schlimmere Plätze für einen Zwischenstopp. Schwarzbär. Aufstellen.
Schwarzbär. So, Kamera aus und genießen. Ist weg, das ist vorbei. Ich hoffe nicht in der Nähe. Vier Bären in einem Tag. Zwei Babybären wären hier fast vors Auto gelaufen. Siehst du sie noch? Vielleicht liegt man da hinten noch. Schmidti sieht sie. Schmidti hat sie im Blick. So. Ein ereignisreicher Tag geht zu Ende. Wir haben es jetzt 20 vor 9, haben jetzt hier einen Schlafplatz beim Owens Creek gefunden. Das verlinken wir mal, weil der ist tatsächlich kurz vor, also einen Meter vor den Banff National Park. Und wir waren ja eben noch bei dem Glacier Icefield. Columbia Icefield. So, und da haben wir keinen Walk mehr gemacht, weil es einfach zu spät war. Also wir haben es jetzt gerade auch zum Dunkeln, bevor es richtig dunkel wird, hierher geschafft. Wir haben aber Bergziegen noch gesehen, wir haben einen Bären gesehen, wir haben noch zwei Babybären gesehen. Also super, super aufregend gerade hier alles noch. Und vor allem, also was wirklich nochmal aufregend war, wir haben an einem Lookout, wo wir spontan uns nur hingestellt haben, kurz, haben wir unseren ersten Grizzly gesehen. Grizzlybär. Grizzly, wie heftig ist das denn? Also, da war direkt kurz vor den Gletschern. Richtig, richtig krass. Super weit weg, aber mit dem Fernglas kommt man den ganz gut weg. Ja, also mal gucken, wie die Bilder da jetzt geworden sind. Das wissen wir leider ja auch nicht, aber richtig, richtig krass. Also, Grizzly einfach. Von den Bergziegen haben wir übrigens keine Bilder, die waren zu weit weg. Ja, die waren, das sind so weiße Punkte gewesen, also sind super weiß, aber ja, sehr aufregend alles. Zu viel Tiere. Genau, wir sind jetzt tatsächlich auch fertig. Wir haben die letzte Runde gerade mit Schmidti gemacht, weil die beiden Babybären, die sind, glaube ich, keine 200 Meter von hier entfernt gewesen. Das wollen wir jetzt irgendwie auch nicht riskieren, heute Abend dann nochmal irgendwie Stress zu haben. Ja, ich habe keine Ahnung, wie dieses Video aussieht, weil wir unfassbar viel einfach gefilmt haben und viel angeguckt haben. Wir hätten die ganze Zeit durchgehend filmen können, weil, wie man es erwartet, Jasper National Park ist einfach unglaublich schön. Und ja, keine Ahnung, wie es jetzt am Ende wird, wie wir die Bilder zusammenfassen. Man muss einfach hier gewesen sein, um sich ein Bild davon zu machen. Also teilweise kann eine Kamera das einfach auch nicht einfangen. Für uns war es auch schwierig, da so ein bisschen die Mitte zu finden zwischen wir filmen jetzt und wir genießen jetzt. Das ist echt super, super schwierig. Diese berühmte Straße, die quasi durch die Nationalparks geht, also vom Jasper zum Banff, die ist traumhaft schön. Aber man kann es nicht einfangen. Und ja, wir freuen uns jetzt natürlich auf den Banff National Park, aber auch den Yoho und den Kootenay National Park, die jetzt bevorstehen. Die sind beide ja auch schon in British Columbia, aber die grenzen alle aneinander. Also man könnte da auch einen riesen Park draus machen. Aber wir verarbeiten das jetzt erstmal, einmal durchatmen, ausschlafen. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr uns begleitet habt. Wir hoffen, die Folge war auch als Zuschauer schön und konnten ein bisschen die Schönheit einfangen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und ja, wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wo auch immer ihr gerade steckt. Und lassen ganz liebe Grüße da. Tschüss!